Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Das 10.000. Mal kommt es mir jetzt schon vor. Wir spielen auf jeden Fall das Erste Mandito Zeitrennen Kanäle von Vespucci mit einer Zeitvorgabe von 1 Minute 53. Und ich finde das Zeitrennen verdammt nochmal schwer. Ich finde es wirklich irgendwie schwer. Und ja, wir starten jetzt einfach mal rein. 3, 2, 1 und go. Es sind einfach so viele Fußgänger hier überall unterwegs. Das ist einfach, ja, es ist schwer. Erstens mal, die Kurven, man rutscht einfach so schnell weg mit dem Auto. Man kann bei dieser Zeitvorgabe von 1 Minute 53, man muss das eigentlich perfekt fahren. Wenn man sich da irgendwo nur einen kleinen Fehler erlaubt, ja, man schafft es einfach nicht. Man schafft es nicht, dann macht einem der Verkehr, macht das Leben schwer, die Fußgänger macht das Leben schwer. Ja, alles einfach. Es ist einfach schwer, ne? Und da muss man das Ganze noch, geht fast 2 Minuten. Muss sich 2 Minuten wirklich durchgehend hier konzentrieren. Okay, mittlerweile schaut es gut aus. Ich glaube, es ist jetzt die 6. Aufnahme. Ist es? Hier müssen wir ein bisschen langsam machen bei dem Sprung hier, weil sonst, dreht es ein sehr... Ach, Auto, bitte. Bitte, lass mich doch mal in Ruhe. Hier müssen wir auch langsam eher hoch, weil sonst kommen wir auf dem Gehsteig nicht ordentlich rüber. Schaut aber verdammt gut aus, ey. Schaut richtig gut aus. Aber ich muss mich konzentrieren. Hier müssen wir jetzt nicht Vollgas reinbremsen, sondern ein bisschen vom Gas gehen und leicht bremsen, weil sonst dreht es uns. Ist mir schon oft... Fußgänger, bitte! Hey, Fußgänger, Leute! Hey! mach's doch mal einen Platz weg, ey! Mach's doch mal einen Platz frei! Kann's doch nicht sein! Mann, ich hab Zeitstress! Ich bin hier im Rennen, die 6., 7. Aufnahme oder so! Ich will jetzt... bitte! Boah, meine Güte, ist das aufregend, ey! Hier müssen wir rein! Das ist so eine eklige Stelle hier! Hier ist es eklig, meine Güte! Ich verliere zu viel Zeit! Naja, okay, geht. Ach, oh, Gas. 1 Minute 34, das ist gut. Letztes Mal war ich bei 1,37 und dann habe ich es nämlich wegen 3 Zehntel habe ich es nicht geschafft. Ne? Wegen 3 Zehntel habe ich es nicht geschafft, aber ich glaube, jetzt schaffe ich es, oder? 43, komm, Vollgas rein. Kein... Ja, Junge! Was? Ja! Oh, Mann, freue ich mich. Ah, geil, Mann. Jetzt kann ich nur gerade zeigen, wo das Rennen ist. Ich freue mich wirklich, dass ich es jetzt geschafft habe. Das war jetzt wirklich die 6. Aufnahme oder so. Das ganze Zeitrennen befindet sich auf jeden Fall hier. Bei den Kanälen von Vespucci. Und ich habe es jetzt wirklich geschafft, ey. Krass. Krass, sogar mit 3 Sekunden. Gut. Noch, ne? Also ich habe das in der Nacht habe ich ein bisschen geübt. Da ging es eigentlich relativ gut, weil da irgendwie weniger Verkehr los war. Und es war auch, ja, es waren keine Fußgänger unterwegs. Aber ich will es ja am Tag aufnehmen für euch. Mittlerweile wird es eh schon wieder fast wieder dunkel, weil es die 6. Aufnahme ist oder so. Naja, auf jeden Fall, ich habe es für euch geschafft, das Zeitrennen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen für die Leistung. Oder vielleicht ist es ja auch gar keine Leistung für euch. Auf jeden Fall, ich fand es schwer. Haut rein, euer Dutzi und ciao.